Sie hören Gruselserie, Folge 5, Dracula, Tod im All, ein Hörspiel von Europa. Die Besatzung des Raumschiffs Xeron 4 stößt bei der Erkundung eines unbewohnten Planeten auf ein seltsames Relikt aus vergangenen Zeiten. Ein verketteter Sarg, von Menschenhand geschaffen. Bei der Bergung des antiken Fundes entdeckt die Mannschaft ein blutiges Geheimnis. Wenige Stunden später war das Bergungsshuttle der Xeron 4 für die Mission abflugbereit. Neben der ersten Offizierin Stella Dupont und dem Piloten Tarik Tomalla befanden sich auch der Astrophysiker Professor Björn Hellström und der Chefmechaniker Walter Beanstalk an Bord des Shuttles. Tarik an Brücke, alle Systeme gecheckt. Wir sind bereit zum Start. Alexandrowna an Shuttle. Verstanden, Tarik. Ich wünsche eine erfolgreiche Mission. Vor allem kommen Sie mir alle wieder heil zurück. Verstanden? Das ist ein Befehl. Wir werden uns Mühe geben, Captain. Over. Na dann, wollen wir mal. Sind alle bereit? Ja. Ja. Los. Mr. Tomalla, ich hoffe nur, Sie haben während Ihres langen Tiefschlafs das Fliegen nicht verlernt. Au contraire, Madame. Was sagt das Peilsignal? Ich schalte auf Lautsprecher. Was hast du, Björn? Ist dir nicht gut? Geht so. Turbulenzen sind einfach nicht mein Ding. Da wird mir immer ganz schummrig. Keine Panik. Bei mir seid ihr vollkommen sicher. Gleich lege ich so eine samtweiche Punktlandung hin, dass Stella mich anbinden wird. Vergiss es, Tarik. Du bist einfach nicht mein Typ. Nur abwarten. Wenn ich mir erstmal was in den Kopf gesetzt habe, dann kann so, ich. So, genug geschäkert, Romeo. Konzentrier dich lieber auf deine Flugkünste. Wir nähern uns bereits dem Zielgebiet. Da vorne muss es sein. Okay, dann schauen wir uns das mal aus der Nähe an. Houston, der Vogel ist soeben gelandet. Dann Triebwerk aus. Scheint ja nicht gerade ein Ferienparadies zu sein. Stella an Xeron 4, bitte kommen. Hier Xeron 4, was gibt es, Stella? Sind soeben gelandet. Draußen sieht es jedoch verdammt ungemütlich aus. Wie meinen Sie das? Ein Sandsturm beeinträchtigt die Sicht. Dennoch brechen wir umgehend auf. Verstanden. Aber ich mahne nochmals zur Vorsicht. Schon klar. Over. Okay, Freunde. Dann mal los. Helme aufsetzen. Verständigung und Druckanpassung okay? Ja. Dann los jetzt. Ich fahre die Rampe aus. Signal kommt aus dieser Richtung. Entfernung etwa 200 Meter. Da! Ein tiefer Krater. Ob der von einem Meteoriteneinschlag stammt? Stark anzunehmen. Ich schätze den Durchmesser auf etwa 150 Meter. Dieser Meteorit war so ziemlich klein. Jedoch lässt sich nicht ausmachen, wie tief es da runtergeht. Na, großartig. Und genau von dort unten muss dieses Signal kommen. Abwarten, Freunde. Der Empfänger zeigt an, dass die Entfernung nur knapp 50 Meter beträgt. Also, los! Jetzt wird es zusehends dunkler. Schaltet eure Helmleuchten an. Vorsicht. Seht mal da hinten. Was ist das? Es scheinen irgendwelche Wrackteile zu sein. Was meinst du, Walter? Ja, mal sehen. Ich fasse es nicht. Das sind tatsächlich Überreste einer alten Raumkapsel. Und
sind das für Schriftzeichen? Kyrillische Buchstaben. Was? Seid ihr sicher? Kein Zweifel möglich. Das hier scheint Trümmer einer russischen Raumkapsel zu sein, die, grob geschätzt, einige hundert Jahre alt sein dürfte. Aber das ist doch vollkommen unmöglich. Wie sollte die denn hierher gekommen sein? Das wird sich schon klären. Vielleicht hatte das Teil ja eine Art Flugschreiber an Bord, der dieses Signal aussendet. Machen wir uns also auf die Suche. Los. Dort. Da liegt was im Sand. Lass mal sehen. Eine Metallkiste. Ja. Ziemlich antiquiert, das Teil. Ja. Aber unverkennbar eine Blackbox. Das ging ja schneller, als ich erwartet habe. Ja. Ich bin gespannt, was die Auswertung unseres Bordcomputers ans Licht bringt. Tja, damit ist unsere Mission vorerst erfüllt. Blasen wir zum Rückzug, Freunde, bevor der Sandsturm da oben noch heftiger wird. Einverstanden. Kommt. Los. Ja. Ach, aber Stella, nicht so stürmisch. Witzbold, ich bin gestolpert. Seht mal, das Spitze ist auf dem Boden. Was ist das denn? Das sieht ja aus wie... Könnte eine Holzkiste sein. Los, nehmt eure Schaufeln. Wir buddeln das Teil aus. Dann werden wir sehen, womit wir es zu tun haben. Der Sand hier ist nicht allzu fest. Das schaffen wir. Ja, sieh dir das an. Was ist das? Eine rostige Eisenkette. Weshalb wurde die um diese Kiste gewickelt? Das ist doch egal jetzt. Lass uns das Teil so schnell wie möglich freilegen, bevor unsere Sauerstoffreserven zur Neige gehen. Okay. Los.